Leute, da sind wir beim 400. Booster. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Booster auf diesem Channel aufmache. Und wir hatten als 100. einen Magic 2015er Booster. Das war dämlich. Dann zum 200. hatten wir einen Verein Blackbordered Deutsch Booster. Im 3. hatten wir einen Double Masters VIP Booster. Und diesmal mache ich einen Double Masters Collector Booster auf. Ja, ich weiß, andere Leute machen ganze Cases auf oder ganze Displays und ich ja nur ein Booster. Aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem an. Und ich denke, das ist als 400. Booster einen 80, 90 Euro Booster aufzumachen. Zum Spaß für mich, für euch ist das, glaube ich, ganz okay. Und dementsprechend, wenn ihr das mögt, wenn ihr mehr von diesen Booster-Openings sehen wollt, ich mache wöchentlich 2 Stück. Viele Leute gucken da gar nicht erst rein und sagen, nee, die gucke ich mir gar nicht an. Es sind eigentlich ganz coole Booster-Openings, glaube ich. Zumindest kriege ich das als Feedback. Ich bin zu doof, Booster aufzumachen. Dementsprechend, ja. Kriege ich das als Feedback. Das ist echt lüttig. Also wenn ich mir überlege, wie schwierig es aktuell war, die anderen Booster, wow, die anderen Collector-Booster aufzumachen, es hat echt super billig aufzumachen. Wow. Und ja, gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Traveler's Amulet. Okay. Ein Mana-Artefakt, ein Mana-Opfer, ein Dressur-Insekt am Standardland. Nehmt es auf die Hand. Okay. Dread Mangler, den habe ich im Standard gespielt. Der hat ein neues Artwork. Auch in voll. 3 Mana, 3-3 Eile mit Scavenge für 5 aus dem Friedhof exilieren. Dann Coiling Oracle, das habe ich auch gespielt. Das ist eine sehr mächtige Karte. Blau-Grün, 1-1. Wenn sie ins Spiel verkommt, gucken wir die oberste Karte und Decks an, beziehungsweise zeigen sie vor. Und wenn es eine Länderkarte ist, bringen wir sie ins Spiel, ansonsten legen wir sie auf die Hand. Porphyrus Emissary, 4 Mana, 3-3 mit Bistow. Krass, dass sie sowas hier auch wieder printen. Mit Menace und kriegt +3/+3. Menace, die verzauberte Kreatur. Titan Strength, sogar eine gute Karte. Ein Mana gibt +3/+1 und Scryings. Auch die sehr, sehr hübschen voll. Stagger's Shock. Sehr rot aktuell und Multicolor. 3 Mana, wir fügen 2 Schaden zu mit Rebound. Das ist die erste Uncommon, die wir haben. Loftless Troll ist eine Uncommon. Was? Was? Das ist eine Rare aus Return to Ravnica. Mhm. Ein grünes und ein schwarzes. 2-1 Trampel. Werf eine Karte, eine Kreaturenkarte ab, legen +1/+1 mal drauf und regeneriere den. Der muss doch. Oh, ist der dunkel. Das ganze Video ist ziemlich dunkel aktuell. Mal gucken. Hoffentlich habe ich genug Licht hier drin. Dann haben wir ein Unearth. Erste Full Art. Für 1 Mana bringen wir eine Kreaturenkarte. Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel mit Cycling. Mega gut. Seitdem die Modern ist, ist Modern einfach wieder cooler. Sehr coole Karte. Dann haben wir ein Azorius Chancery. Kommt getappt ins Spiel. Und wenn es ins Spiel verkommt, müssen wir einen Landzug auf die Hand nehmen. Tappen für blau oder weiß. Dann haben wir ein Unearth. Das ist übrigens ziemlich normal, dass man in diesem Slot und in diesem Slot dieselbe Karte hat. Wenn ihr mal Openings euch anguckt, werdet ihr merken, dass man immer hier in denselben Slots, nicht immer, aber fast immer dieselbe Karte drin hat, was ich ziemlich strange finde. Dann haben wir ein Simic Growth Chamber in Full Art Foil, das blaugrüne Bounce Land. Und jetzt kommt der interessante Part, Revelark. 5 Mana, 4-3 fliegend. Und wenn er das Spielfeld verlässt, kriegen wir 2 Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger aus dem Friedhof zu spielen. Ja, mit Evoke. Commander-Kombo-Card, habe ich mir sagen lassen. Dann haben wir ein Surgical Extraction für ein Schwarz oder 2 Lebenspunkte. Nehmen wir eine Karte aus dem Friedhof, die kein Standland ist, durchsuchen die Hand, Deck und Friedhof des Gegners nach der Karte mit denselben Namen und exilen die. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann haben wir eine Gave Goosebores. 5 Mana 00 Fungus Schaman. Das ist einer der ersten Planeswalker. Oh, der ist richtig dunkel. Ich mag das Edged Foiling. Oh mein Gott, ich liebe das Edged Foiling einfach. Wie kann man so coole Foilkarten rausbringen? Ich kriege die gar nicht richtig in die Kamera. So dunkel ist das. Geil. Komm mit 5 +1/+1 Mangel gespielt. Für 1 Mana können wir einen +1/+1 Mangel removen für ein Subrolling. Oder wir können eine Kreatur opfern, um den +1/+1 Mangel auf irgendeine Kreatur zu legen. Sehr cool. Und dann haben wir einen Bloomtender in Extended Art. 2 Mana 1-1 tappen für Mana für der Permanente, die wir kontrollieren. Nicht in Textured. Textured ist tatsächlich nicht drin. Und ein 4-4 Bär und ein 2-2 Knight. Ja, soviel zu diesem Booster.
Ich glaube nicht, dass es sich preislich gelohnt hat, aber es ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr cool ist aufzumachen. Und ja, wie gesagt, andere Leute machen Displays auf, ich einen Booster über diese Art und Weise. Und ja, das war mein 400. Booster. Ich bin schon am Überlegen, was 500. gibt. Da müsste ja theoretisch wieder was Altes kommen. Und Altes kann man jetzt schon nicht mehr bezahlen. Deswegen mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.